dass Sie alle da sind. Begrüße recht herzlich Frau Maischberger, die Produzentin dieses Filmes. Ich begrüße herzlich Frau Artisch, Rechtsanwältin, Autorin, Imanin, Frauenrechtlerin. Und ich begrüße sehr herzlich meine Kollegin Bayram aus dem Deutschen Bundestag. Sie ist in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und direkt gewählte Abgeordnete in Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, ich hatte mich ja vorhin schon vorgestellt. Mein Name ist Gesine Lötsch und wir als Fraktion Die Linke Landesgruppe Berlin haben Sie zu diesem Abend eingeladen. Ich hatte vorhin, da waren Sie ja alle noch nicht da, bei der Einführung gesagt, als ich den Film gesehen hatte, habe ich mir eigentlich gedacht, wie leicht eigentlich mein eigenes Leben ist und wie viel Konflikte doch junge Frauen austragen müssen, die es eben nicht so leicht haben. Aber ich fange vielleicht mal an mit einer Frage an Sie, Frau Maischberger, die Sie wahrscheinlich schon tausendmal gehört haben, aber die auch mir so ein bisschen entgegenschlug aus bei Vorbereitung dieser Veranstaltung. Wieso dieser Film, diese Diskussionsrunde, spielt das nicht den falschen Leuten in die Hände? Ist das nicht Futter für die AfD? Ist das nicht Futter für Islamfeindlichkeit? Da wollen wir doch eigentlich dem entgegentreten. Sie haben die Frage sicher tausendmal gehört und sicher auch schon beantwortet, aber vielleicht, damit wir das gleich für den Beginn des Abends hier, ich sage jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, klarstellen können. Naja, wir haben uns die Frage ja selber auch gestellt. Tatsächlich, also Sie kennen mich vielleicht aus dem Fernsehen, ich moderiere normalerweise Talkshows. Ich habe aber auch eben seit 20 Jahren eine Produktionsfirma, die vor allem eben journalistisch arbeitet, das heißt Dokumentationen, Reportagen, Dokudramen macht. Und wir hatten uns eben gerade mit Dokudramen sehr stark nach vorne gearbeitet und haben immer historische Themen genommen. Und haben dann irgendwann mal gesagt, nee, warum erzählen wir immer Sachen, die wirklich sehr weit zurückliegen. Der Film davor handelte im Dritten Reich und der davor noch im Ersten Weltkrieg. Und dann haben wir gedacht, es gibt aber doch auch Stoffe, die man einfach aus der Gegenwart erzählen muss. Und da kamen wir, weil wir hier in Berlin sind, auf diesen Stoff, der für uns eine Qualität hatte, etwas zu erzählen, was eben weit über die Persönlichkeit einer jungen Frau hinausgeht, nämlich über ein großes Thema erzählen zu können und gleichzeitig eben trotzdem das so fassbar zu machen, weil es eben eine junge Frau ist, mit der man, wie ich, also ich als Frau, unglaublich stark mitfühlen konnte. Und die Frage, ob man das jetzt machen kann oder nicht, kann man sich ja nur dann stellen, wenn man tatsächlich in einer Gegenwart 2019 aufwacht, in der eben ein sehr starker Rechtsextremismus, ein gewalttätiger Rechtsextremismus auch die Agenda bestimmt. Also mussten wir uns die Frage auch stellen. Und auf der anderen Seite gibt es einfach eine große, wie ich immer noch finde, ungelöste Frauenproblematik, die halt auch in Berlin, auch in einem anderen kulturellen Umfeld spielt. Und dann mussten wir also abwägen. Wollen wir die Geschichte einer jungen Frau erzählen, die sich emanzipiert hat aus dem, was ihr quasi in ihrer Familie vorgegeben wurde und die das sehr stark und auch fast wirklich mit einem guten Ende geschafft hätte? Oder tun wir es nicht aus Rücksicht auf einen Diskurs, der unser nicht ist? Und dann haben wir uns entschieden zu sagen, wir gucken jetzt einfach mal mit Scheuklappen nur auf diese Geschichte. Und ob wir damit jemand in die Hände spielen könnten, interessiert uns nicht. Wir konzentrieren uns auf das Schicksal einer Frau. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man, also es ist auch nicht passiert. Also wir haben ja den Film in den Kinos seit, wann sind wir gestartet? Christoph Ott ist der Verleiher. Im Mai. Wir haben den Film seit Mai im Kino und wir haben alle möglichen Reaktionen bekommen, aber keinen Applaus von der Seite. Dazu, glaube ich, ist es dann doch irgendwie nicht so kompatibel. Also ich habe die AfD und die Rechtsextremisten noch nie als Frauenkämpfer erlebt und glaube, werden sie auch nicht mehr. Ja, vielen Dank. Frau Artisch, Sie leben ja selbst auch mit Bedrohungen. Sie sind schon angegriffen worden, verletzt worden und es ist nie aufgeklärt worden und die Täter sind nie bestraft worden. Wie kann man mit so einer Situation leben und trotzdem so kämpferisch sein wie Sie? Oder vielleicht gerade? Ja, gerade. Also das Letzte, was Sie sagen, ist genau das Richtige. Und ich würde sehr gerne auch nochmal auf das eingehen, was Frau Maischberger gesagt hat und auch Ihre Frage. Diese Frage stellt man mir persönlich seit 1983.
1983 gab es die AfD noch nicht. Und warum seit 1983? Weil 1983 mein erstes Buch erschienen ist. Autobiografisch habe ich Szenen erzählt, die ich nicht nur persönlich, sondern meine Cousinen und Cousins, die zwangsverheiratet wurden, beschrieben. Das habe ich in einem Buch niedergeschrieben, und zwar unter falschem Namen. Aus Angst vor rechten Muslimen. Aus Angst vor Moscheegemeinden. Und zu dieser Zeit haben Linke, auch Liberale, zu mir gesagt, Seyran, das ist falsch, was du da machst. Das fördert Ausländerfeindlichkeit. Und ich wünsche mir, dass das endlich aufhört. Dass man aufhört, unter diesem Deckmantel, dass es Ausländerfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit fördert, Dinge nicht tut, die getan werden müssen. Nämlich Frauen verteidigt, Männer verteidigt, die in solchen Situationen leben. Und ankämpfen gegen kulturelle Eigenheiten, die kein Menschenrecht besitzen. Es gibt kein Recht darauf, seine Schwester aus verletztem Ehrgefühl zu töten. Das gibt es einfach nicht. Und deshalb möchte ich das ergänzen, was Sie gesagt haben. Als Anwältin betreue ich auch immer Einzelfälle. Und genau den sehe ich. Und das sind so viele Einzelfälle, die ich bearbeitet habe. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Genau das ist der Grund, warum ich sage, erst recht. Nachdem man auf mich geschossen hat und weder die Politik noch die Polizei aus dieser Tat eine politische Tat machen wollte, ja, habe ich die Kraft gezogen zu sagen, ich verstehe das nicht. Ja, es ist nicht nachvollziehbar, warum damals, und das ist passiert 1984, ja, Entschuldigung, dass ich so penetrant auf diesen Themen, auf diese Daten da hinweise. Wir reden nicht über 2019 nur. Der Film, der fing schon, das, was Sie im Film zeigen, fing schon in den 70er, 80er Jahren hier an. Und da haben so viele weggeguckt. Und uns, den Frauen, die in dieser Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei gearbeitet haben, mir, die dort angeschossen wurde und knapp überlebt hat, die Frau, die gestorben ist, wurde vorgeworfen, dass wir der türkischen Gemeinschaft zu weit und zu radikal vorausgegangen seien. Wir hätten zu viel gefordert als Frauen. Wir hätten mit den Konservativen ein bisschen mitgehen müssen. Das sagt man heute auch zu mir, 2019. Wieso provozieren Sie denn die armen Muslime mit Ihrer liberalen Moschee? Können Sie denn da nicht ein bisschen sanfter beginnen? Als ob das alles Vollpfosten und Idioten sind, mit denen wir es zu tun haben. Ja, das ist doch eine gewisse Arroganz, die dahinter steckt. Und ich kann Ihnen sagen, jeder einzelne Fall, der zu mir kommt, heute noch zu mir kommt. Erst vor 2 Wochen bekam ich einen Anruf. Eine 19-jährige junge Frau in einer geflüchteten Unterkunft wurde zwangsverheiratet, ist mit einem Kleinkind in ein Frauenhaus geflüchtet. Was ist passiert? 30 Männer sind aufgetaucht, dieses Frauenhaus belagert und haben dann am Ende dafür gesorgt, dass dieses ganze Frauenhaus umziehen musste. Alle Frauen, die da drin waren, 1 Monat lang konnte keine Frau mehr dort Zuflucht finden. Und diese Frau wird gejagt von der Sippe. Sie soll zurückkommen zu ihrer Familie. Es hat nicht erst 2005 mit dem Tod von Hatun Sürücü begonnen oder aufgehört. Es findet jetzt 2019, jetzt gerade aktuell in Deutschland, wieder vermehrter statt. Wir hatten schon viel erreicht, aber es geht wieder zurück. Und all diese einzelnen Frauen, mit denen ich es zu tun hatte und habe heute noch, denen ich helfen kann, aus eben so einer Situation rauszukommen, die sind es wert, dass ich weitermache. Dankeschön. Wir sind ja im Bundestag jetzt in einer Situation, dass da immer weniger Frauen sind. Also der Frauenanteil ist in deiner Fraktion hoch, in meiner Fraktion ist er hoch. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, unter 30%. Hast du den Eindruck, dass dort Frauenrechte auch verteidigt werden und verteidigt werden können und müssen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier natürlich die spezielle Situation eines Femizids, was unter dem kulturellen und unter dem religiösen Thema diskutiert und dargestellt wird. Aber Femizide, Mord an Frauen, die faktisch ein Übergriff von
hauptsächlich Männern sind, die in ihrem Konzept, wie eine Frau zu sein hat, es ihr nicht zubilligen, ein eigenes Recht auf ein eigenes Leben zu haben. Das ist, glaube ich, schon etwas, was über das Thema, was wir heute Abend diskutieren, hinaus eine Relevanz hat. Und es gibt ja Debatten auch darüber, ob man den Totschlag oder den Mord an Frauen nicht mal explizit gesondert betrachtet und vielleicht auch noch mal besonders unter Strafe stellt. Denn häufig ist halt die Situation so, dass Gewalt gegen Frauen aus dem Nahbereich, aus dem sozialen Nahbereich, von den Partnern, von der Familie verübt werden. Es ist nicht der Unbekannte im Park. Das ist ja das, was wir auch als Debatte hatten im Deutschen Bundestag, wo die AfD diesen Frauenmarsch durch Kreuzberg organisiert hat, weil sie eben Glauben machen wollte, dass es der böse ausländische Mann ist, der die Frauen hier nötigt und ihnen was antut. Aber alle Studien, alle wissenschaftlichen Untersuchungen machen deutlich, dass das der seltenere Fall ist und dass der häufigste Fall eben der ist, dass aus dem Nahbereich heraus Frauen bedroht werden. Aber ich denke, das Thema, was hier in dem Film eine Rolle spielt, nämlich die Religion, die Familie, da kann ich natürlich das, was Seyran Ateş gesagt hat, insoweit bestätigen, als ich ja auch Rechtsanwältin bin. Und ich habe schon den Fall gehabt, dass ein Vater bei mir in der Kanzlei saß und sagte, er kann seine Tochter gegen seine Brüder, also die Onkel, nicht schützen, weil er einfach nicht nur der Jüngste ist, sondern auch körperlich war so ein ganz zarter Herr. Und der hat gesagt, der deutsche Staat soll meine Tochter schützen. Ich habe die Kraft nicht. Und mich hat das unheimlich beeindruckt, dass der Mann diese Kraft gefunden hat und die junge Frau hat die Onkel dann auch angezeigt. Und das wird ja in dem Film auch so lange deutlich, dass sie so hin und her gerissen ist zwischen der Liebe zu ihrer Familie und dem ganz natürlichen Antrieb, sich gegen Unrecht zu wehren. Und da ist sie sehr lange gefangen drin. Und das hören wir immer wieder auch von Partnerschaften, wo Frauen so gefangen sind in einer Gewaltspirale und es wird immer weiter und immer weiter in ihre Rechte eingegriffen. Und ja, das führt eben leider häufig dann eben am Ende auch zum Tod. Und dagegen müssen wir immer jederzeit aktiv werden. Darüber müssen wir reden, ohne zu leugnen, dass es natürlich in allen Schichten, in allen Gesellschaften, überall in der Welt vorkommt. Und das ist ja eigentlich das Schlimme. Vielen Dank. Frau Ateş, Sie wollten. Ich würde gerne was ergänzen. Wie Canan schon gesagt hat, ist, dass die Frauen geschützt werden müssen. Und das Beispiel mit dem Vater habe ich auch, kann ich nur bestätigen, immer wieder erlebt, dass Eltern zu uns gekommen sind, nicht nur zu mir, eben auch zu vielen anderen Anwältinnen und heute noch passiert und sagen, bitte helft mir meine Tochter, also das gibt es zum Beispiel auch, die ich zwangsverheiratet habe, auch noch aus der Ehe zu retten, zurück. Es ist mir auch passiert, dass Mütter irgendwann begriffen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und das wollte ich nochmal ergänzen, das sind nicht nur die Väter. Es sind ganz oft leider Gottes eben auch die Frauen, die Mütter daran beteiligt, dass das Ganze geschieht. Das haben wir in dem Film sehr gut und sehr deutlich gesehen, dass eine Schwester oder eine Mutter oder eine Tante Teil des ganzen Konzepts ist. Frauen sind immer auch Trägerinnen dieses patriarchalen Systems. Und wir haben es, sagen wir, in den alten Bundesländern aufgrund eben der vielen Erfahrungen tatsächlich dann geschafft, Politik und auch die Sicherheitsbehörden sind mitgegangen, ein Sicherheitskonzept für die Frauen aufzubauen. Berlin hat diese luxuriöse Situation, dass es für Individualgefährdete den Personenschutz gibt. Und den haben Sie ja angesprochen, dass ich unter Schutz leben muss und unter Schutz auch Begleitung hier bin. Hatun Sürücü wurde das ja auch immer wieder bei ihr auch Thema und bei vielen anderen auch. Da können wir sagen, dass wir hier in Berlin wirklich gut und viel aufgebaut haben. Das findet aber woanders nicht statt. Also wir können hier in Berlin dem Landeskriminalamt und Frau Kubicki ist hier, die Chefin meines Teams, die ist hier. Ich möchte mich dafür bedanken und das
tue ich nicht, weil ich jetzt hier mich anbiedern möchte, sondern ich will Ihnen damit sagen, dass ich hier nicht sitzen könnte, wenn es diesen Schutz nicht gäbe. Das heißt, ganz viele Frauen können nicht raus aus dieser bedrohlichen Situation, wenn sie nicht geschützt werden würden durch Sicherheitsbeamte. Ganz viele Menschen können die Arbeit nicht machen für die Betroffenen, wenn es nicht eine entsprechende Sicherheit durch den Staat gibt. Das wollte ich einfach nur aufheben, dass der Vater sagt, bitte, der Staat, hilf uns dabei. Wir wollen hier was verändern. Und diesen Ruf, den sollte man doch hören, dass verzweifelte Väter und Mütter auch darum betteln regelrecht, dass man ihnen hilft, mit diesen Traditionen endlich aufzuhören. Sie haben ja, Frau Maischberger, in dem Film ja auch dargestellt, dass die Institutionen teilweise überfordert sind oder gerade die Polizei dann gesagt hat, naja, wir können erst was machen, wenn was passiert ist. Zum Schluss wird aber gedankt der Frau Beck, die eigentlich viele waren, wie gesagt wurde. Aber in Ihren Recherchen, wie haben Sie das empfunden? Die Institutionen, die Behörden, der Staat, die Gesellschaft, können die helfen? Wollen die helfen? Oder gibt es da auch so Missverständnisse oder ein Abwehren? Also Sie haben, Frau Artisch, haben das jetzt gerade für Berlin sehr positiv dargestellt. Aber wie ist da Ihre Erfahrung? Also die Frau Beck steht sozusagen für das Jugendamt und die Institutionen, die da tatsächlich sehr hilfreich waren, die auch da in diesem Fall dazu einfach dieser jungen Frau die Hand ausgestreckt haben und ihr erst einmal aus der Familie rausgeholfen haben. Das ist, glaube ich, die positive Seite der Geschichte. Ich weiß nicht, wann es beim LKA eine größere Aufmerksamkeit gegeben hat zu dem Zeitpunkt, als eben die Hartun zur Polizei ging, war es in der Tat nicht möglich, einen besonderen Schutz hier zukommen zu lassen. Ich glaube, wenn der Tod etwas bewirkt hat, dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, ist, dass es eben da auch dann auf dieser Seite des Staates einiges in Bewegung geraten ist, dass eben diese Schutzhäuser oder diese Schutzräume gebaut wurden oder dann eröffnet wurden und dass man sehr viel klarer dann auch gesehen hat, wenn jemand kommt mit dieser Bedrohungslage, muss man sehr viel stärker das nicht nur ernst nehmen, sondern auch personell dahingehen. Da kommt ein weiteres Problem. Ich glaube nicht, dass das LKA in der Lage ist, alle zu schützen, die kommen oder jeder Bedrohungslage zu begegnen. Das hat etwas mit der Situation in dieser Stadt, in dieser wunderbaren Stadt zu tun, die durchaus in den letzten Jahrzehnten gravierend unterfinanziert war und auch in diesem Bereich war. Man kann nur hoffen, dass eben dann man nicht nachlässt. Denn Serena Artisch hat ja recht, wir waren schon mal weiter in den letzten Jahren. Und es gibt sozusagen traditionelle, patriarchalische Strukturen, erobern sich Räume wieder zurück, von denen wir dachten, dass sie die eigentlich schon wieder, dass wir die schon für uns erobert haben. Jetzt rede ich mal für uns als Frauen. Und das macht die Sache so kompliziert in diesen neuen Zeiten. Sie haben ja in dem Film auch zum Schluss die Gerichtsverhandlung dargestellt. Und das Gericht kommt ja nicht gut dabei weg, wenn man das mal so sagen darf. Das ist ja eigentlich ein... Also es gibt ja zwei Dinge, die man nicht machen darf. Journalisten kritisieren und Gerichte erst gar nicht. Also das wissen wir auch, ne? Gab es denn da Reaktionen von den Justizbehörden, die gesagt haben, ja, wir haben doch alles richtig gemacht? Nein, die wussten ja, dass sie ja verlorenen Posten dastanden. Das war kein besonders gut geführtes Verfahren. Das gab auch einen Richterwechsel zwischendrin. Und Frau Artisch kennt das Verfahren, war ja auch da bei den verschiedenen Verhandlungen. Als die das wieder aufgerollt haben, waren dann die Hauptangeklagten nicht mehr zu fassen. Dann gab es eine Reprise in der Türkei, in Istanbul, aber die Hauptzeugin, die Kronzeugin, weigerte sich, nach Istanbul zu fahren. Die lebt ja auch bis heute im Zeugenschutz. Also kann man ihr das auch nicht nachsehen. Und deswegen gab es auch da einen Freispruch. Nein, da hat sich die Justiz nicht mit Ruhm bekleckert. Das Verfahren in der Türkei habe ich mir auch angeschaut, an genau zwei Terminen auch persönlich. Und dann musste ich selber aus der Türkei raus. Das, was da passiert ist, ist tatsächlich, dass das Gericht nicht alle Beweise wirklich mit aller Werbe versucht hat, zusammenzutragen. Es wurde immer wieder auch vertagt, weil es hieß, die Zeugin ist wieder nicht da. Es geht natürlich um die Hauptbelastungszeugin, aber dennoch hätte die Türkei durchaus Möglichkeiten gehabt, wenn sie es ernsthaft gewollt hätten. Und dort gab es auch immer wieder Richterwechsel. Und
die gesamte Veranstaltung, ich kann nur Veranstaltung dazu sagen, in der Türkei, war ein Hohelied auf die tollen Brüder, die inzwischen fantastische Ehemänner waren. Die Ehefrau von Alparslan ist aufgetreten als Alevitin und hat gesagt, diese Familie ist überhaupt keine religiös-fanatische Familie, sie ist eine wunderbare Familie. Sie hat eine halbe Stunde lang ein Loblied gesungen, nicht nur auf ihren Mann, sondern auch auf die gesamte Familie. Und Mutlu hat alle Menschen, die dort aus Deutschland kamen oder von der Presse waren und im Publikum saßen, beschimpft, dass sie daran schuld seien, dass dieses Verfahren überhaupt geführt wird. Das heißt, die Türkei hat sich da noch viel weniger mit Ruhm bekleckt. Sie hatten überhaupt nicht die Absicht, die beiden Brüder dort in irgendeiner Form dafür zu bestrafen, was da passiert ist. Und Deutschland erst recht. Im Jahre 2005, und das möchte ich ergänzen, gab es schon viele Schutzeinrichtungen für Frauen, die von Zwangsverheiratung betroffen waren oder auch junge Männer. Die darf man bitte nicht vergessen, die sind auch betroffen. 2003, und das sage ich jetzt nicht, um mich dauernd damit zu rühmen oder zu loben, habe ich den eigenen Straftatbestand Zwangsheirat gefordert. Und dann passierte Folgendes. 3 Jahre lang, von 2003 bis 2006, wurde ich öffentlich, leider Gottes eben auch von der Politik, deshalb möchte ich hier das vielleicht aufklären. Es lag am Ende nicht am Landeskriminalamt oder an den Sicherheitsbehörden, die unterbesetzt sind, dass man das Thema so vernachlässigt hat oder nicht ernst genommen hat, sondern im Gegenteil, absolut. Das möchte ich hier bitte unterstreichen. Die Polizei hat mich immer verstanden. Die wussten nämlich tatsächlich, was in den Familien passiert, wenn sie aufgrund von häuslicher Gewalt oder auch aufgrund der Erzählungen der Frauen, die in die Frauenhäuser gegangen sind, ja, die wussten genau, was passiert. Aber sie haben weder das Personal gehabt, noch die politische Rückendeckung. Von 2003 bis 2005, erst mit dem Tod von Hatun Sürücü, ist Politik aufgewacht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich bei Veranstaltungen gesessen habe, auf Podien wie hier, über Zwangsverheiratungen gesprochen habe, über die vielen Fälle, die ich bearbeitet habe, und man mir vorgeworfen hat, dass ich alle Migranten kriminalisieren möchte. Und das waren leider Gottes hauptsächlich eben teilweise, ich sage das jetzt nicht hier in Allgemeinheit, ja, Linke, Grüne oder auch eben Sozialdemokraten, die das gemacht haben. Und das ging nicht in meinen Kopf, liebe Leute, das geht mir heute nicht in den Kopf. Auch heute, ich spreche wieder laut über dieses Thema, weil in geflüchteten Unterkünften das vermehrt stattfindet, bekomme ich wieder Ohrfeigen von links. Ja? Und rechts bedient sich dem nicht. Da hat Frau Maischberger absolut recht. Mein Appell, mein Flehen ist, bitte guck doch hin. Kinder werden verheiratet. Und es ist am Ende die Politik gewesen, die dann aufgewacht ist nach Hatun Sürücü's Tod. Leute, die bei der ersten Mahnwache zu Hatun Sürücü's Tod damals da gestanden haben, das waren die Leute vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Jörg Steinert hat mit mir zusammengearbeitet, Jörg Litwinschuh von Maneo und Bastian. Diese Gruppe der NGOs hat bei dem Thema sehr wach gehandelt und sehr sensibel, weil viele Schwule und Lesben auch betroffen sind. Aber die Politik hat uns ignoriert, bis es diesen eigenen Straftatbestand gab. Und jetzt kommt die Wendung. Jetzt plötzlich viele, viele von diesen Politikern und Politikerinnen, die damals wirklich sehr gehetzt haben, auch gegen dieses Thema, loben sich heute, feiern sich heute und schauen Sie sich die Mahnwache, die jährlich stattfindet jetzt, an der Stelle, wo Hatun Sürücü getötet wurde. Das ist eine Farce. Inzwischen melden sich bei mir persönlich Freundinnen von Hatun Sürücü und sagen, sie können es nicht ertragen. Und ich könnte wirklich heulen, wenn ich diese Jahre mir jetzt zurück anschaue, warum uns Politik da nicht ernst nimmt. Ja, eins gerne ergänzen. Ich sehe schon, es gibt auch Meldungen, aber eines fände ich doch nochmal wichtig, weil ich glaube, das ist nämlich etwas, was mein Umfeld ja auch eher betrifft, ist die total blöde Gemeinsamkeit zwischen linken und rechten Gruppe ist tatsächlich eine Unterscheidung nach kulturellen Eigenarten. Oder eben die Rechten verwenden es, um abzugrenzen, und die Linken trauen sich zum Teil nicht ran. Und ich weiß, dass ich selber immer das Gefühl hatte, ich muss, wenn ich auf andere gucke, besonders vorsichtig sein. Das ist mir auch jetzt erst wirklich richtig klar geworden, dass man einfach diese
also ich habe es jetzt für mich so entschieden, ich habe diese kulturellen, entschuldigt, männlichen Dimensionen einfach mal weggeschoben und habe gesagt, so Frauen, ganz egal woher. Und dann werde ich ja manchmal gefragt, warum wir als Bio-Deutsche, Sherry Horman und ich, wobei Sherry ist auch noch in Amerika geboren, warum wir einen Film machen über eine Kultur, die gar nicht unsere ist. Und dann sage ich, Moment mal, das ist doch unsere Kultur, das ist Berlin. Diese junge Dame ist eine Berlinerin. Also natürlich ist das meine Kultur. Also ist diese Frau Teil meiner Kultur. Und das ist für mich auch wirklich etwas, wo ich glaube, dass wir noch ein bisschen daran arbeiten müssen, dass man bestimmte Themen über Kultur setzt. Ja. Und das sind Menschenwürde, Menschenrechte, Frauenrechte. Punkt. Was können denn wir Frauen tun, ich sage jetzt mal wir Frauen tun, um uns Frauen gegenseitig besser zu unterstützen, gegenseitig dafür zu sorgen, dass Frauenrechte wirklich durchgesetzt werden und für alle, wie Sie auch gesagt haben? Ja, also ich denke, genau dazu kann der Film einen Beitrag leisten, wenn wir darüber reden. Denn das Gespräch im Anschluss an den Film macht ja deutlich, dass es hier etwas gibt, was über diese Kultur oder über diese Familie hinaus uns alle beschäftigen sollte. Dass es eben darum geht, dass wir Frauen stärken darin, ihre Rechte geltend zu machen und dass es einen Staat gibt, der verpflichtet ist, die Frauen in ihrer körperlichen Unversehrtheit und in ihrem Leben zu schützen. Ich meine, wenn man sich anschaut, aktuell gab es ja mehrere Morde an Frauen, Femizide, wo in dem einen Fall gesagt wurde, es ist ein Familiendrama. Es ist ja häufig der sogenannte Mitnahmesuizid, wo Frau und Kinder getötet werden, wenn das Konzept des Mannes als Familienvater scheitert. Es ist ja in der Regel psychologisch ein Scheitern dieser Menschen. Und dann gab es eben diesen Fall mit dem Menschen, der tunesische Wurzeln hatte und deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann wird gar nicht über die Frau mehr geredet, sondern es wird darüber geredet, welche Nationalität der hatte oder welchen Migrationshintergrund der hatte. Aber das eigentlich Entscheidende, und da, glaube ich, muss die deutsche Gesellschaft auch insgesamt hinschauen, ist, dass Morde an Frauen passieren, häufig milder bestraft werden, weil es in der Partnerschaft ist, oder der minder schwere Fall des Totschlages, wenn die Frau die Mannesehre angegriffen hat. All das sind Umstände, wo wir eben wirklich genauer hinschauen müssen und schauen müssen, dass es keine Entschuldigung geben darf dafür, dass Frauen getötet werden und dass da auch im Strafrecht, ich bin ja im Rechtsausschuss im Deutschen Bundestag, wir wirklich nochmal beim Strafrecht genauer hinschauen müssen, was machen die Gerichte daraus und wie wird sowas bestraft. Also ich denke, das ist etwas, was wir uns die nächsten Monate genauer anschauen und vornehmen müssen. Und da kann dieser Film auf jeden Fall auch ein Beitrag in der Debatte sein, um eben dieser Frage nachzugehen. Weil das so diskutiert wurde, will ich noch mal kurz auch im Vorfeld dieser Filmvorführung und der Debatte heute, gab es ja Diskussionen darüber, wie wir darüber reden. Ne? Dass Menschen aus anderen Kulturen ja letztlich auch der Gefahr ausgesetzt sind, dass jede Frau, weil sie den Migrationshintergrund hat, als zwangsverheiratet gesehen wird, als weniger wert gesehen wird. Dagegen wehren sich die jungen Frauen auch zu Recht. Also genauso wie es problematisch ist, dass Frauen beschimpft, bespuckt, angefasst werden, nur weil sie ein Kopftuch tragen. Also das können wir nicht ausblenden. Das dürfte uns aber und sollte uns auf keinen Fall davon abhalten, über den Schutz der Frauen zu reden, und das sollte und dürfte uns auch auf keinen Fall davon abhalten, über die Missstände zu reden. Deswegen, Seydan und ich kennen uns sehr lange und ich schätze auch unheimlich diesen Mut, und dass du dich jetzt mit diesem religiösen Kram auch noch so beschäftigst, unfassbar. Ja, ich da habe das halt alles schon, ich habe das schon sowas ad acta gelegt und bin immer so, als Friedrichshainerin sage ich immer, lieber den Hedonismus im Herzen, als sich da mit diesem Klein-Klein der Religion beschäftigen. Es ist ja teilweise
erscheint es einem auch so absurd, was da für Argumente ins Feld geführt werden, einem Menschen das Lebensrecht abzusprechen. Also mein Respekt dafür, dass du dir das antust. Aber dieser Teil, ich glaube, diese Debatten braucht es. Ich finde auch dein Buch wunderschön mit dem Islam, der eine sexuelle Revolution braucht. Das ist so. Die ist noch nicht passiert und du arbeitest da schwer dran. Aber ich glaube, wir müssen respektvoll und würdevoll darüber diskutieren können, ohne die Menschen sozusagen in eine Ecke zu stellen, wo die Rechten sie hinstellen wollen, wo ich sie nicht haben will. Das ist mir auch nochmal wichtig. Ja. Ja, dann greife ich gleich mal das auf. Du sagst religiösen Kram. In dem Film spielen ja auch diese Moscheebesuche eine große Rolle, wo also Fragen gestellt werden und Antworten gegeben werden, die dann ja in die Tat umgesetzt werden. Nun haben Sie ja eine liberale Moschee gegründet und da gab es ja auch eine Dokumentation drüber im ZDF. Ja, gibt noch mehr Fernsehsender, ne? Es gab auch eine im RBB. Ah gut, ja, gleich noch die ARD mit reinholen. Ja, das ist diese Konkurrenz, aber das kennen Sie ja besser als sind, wir alle zwischen den Fernsehsendern. Das sind Freunde. Ja, ja, ich weiß. Ich war mal, ohne jetzt lange abzuschweifen, im ZDF-Fernsehrat und da war immer die Frage, wird nach 3 Minuten oder erst nach 7 Minuten gegen die ARD gestichelt? Aber egal. Das ich meine ja, Politiker gehören gar nicht in den Fernsehrat, aber das ist meine private Meinung. Ja, angeblich gibt es ja keine Politiker mehr drin, aber ich will das ja jetzt, meine Schuld, Nebengleis. Ich komme zurück zu der liberalen Moschee, danach wollte ich fragen. Wieso haben Sie diese Moschee aufgebaut und wie funktioniert das auch im Vergleich jetzt zu anderen Moscheen? Also da sind ja auch junge Leute, mit denen Sie dann diskutieren und die dann so Sie sehr kritisch ansprechen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen. Nun, das Leben vieler Frauen, mein eigenes Leben, hat natürlich dazu geführt, diese Moschee zu eröffnen. Ich hatte gehofft, dass andere das machen. Ich muss ja nicht alles machen. Und ich hatte gehofft, dass ich als liberale, säkulare Muslimin aus der Türkei kommend, eben mit einem recht liberalen Islam aufgewachsen, irgendwann mal in Berlin eine Moschee finde, in der eben Männer und Frauen nicht getrennt sein müssen, in der Lesben, Schwule, Trans und Intersexuelle nicht diskriminiert werden. Das waren meine Anliegen, weil das waren eben meine Anliegen auch als Feministin und als Mensch, der gegen veraltete, orthodoxe, religiöse Vorstellungen kämpfte. Und weil ich wusste, dass all das, was Sie hier im Film gesehen haben, nach wie vor existiert, weil es diese radikalen Moscheen gibt, müssen wir, habe ich gemeint, 2009, nachdem ich 4 Jahre lang bei der Deutschen Islamkonferenz dabei sein durfte und erleben musste, wie die Politik mit den Verbänden, die Männer mit den Männern so Best Buddies wurden und die Verbände so dermaßen hofiert haben, gedacht, das ist unmöglich. Und wir als Frauenrechtlerin ja auch dann rausgeschmissen wurden. Ja, Nejla Kelek und ich wurden als Einzelperson, das war dann das Argument, ja, wir müssen mit Organisationen zusammenarbeiten, rausgeschmissen. Und dann habe ich Herrn Schäuble das im Grunde zu verdanken, der gesagt hat, Frau Attig, warum sind Sie nicht organisiert? Wo ist die Institution? Wo sind die liberalen Muslime? Dann habe ich gesagt, okay, das Verständnis eines liberalen Islams oder überhaupt des Islams ist, dass wir gar keine Moschee brauchen. Und so wie wir aus der Türkei kommen, wir brauchen diesen Ort nicht. Ja? Es ist nicht angesetzt und angelegt in der Religion. Sie verstehen unsere Religion falsch. Aber nun leider Gottes haben mir deutsche Politiker immer wieder versucht, meine Religion mir zu erklären. Da dachte ich so frech, ja, okay, dann zeige ich Ihnen mal, wie das funktioniert mit dem liberalen Islam, der auch tatsächlich nicht erst seit 2017 in Deutschland stattfindet, sondern seit Jahrhunderten stattfindet und seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr aktiv von Frauen in Malaysia, Sister in Islam, von Frauen und Männern in USA, Muslims for Progressive Values, von Inclusive Mosque in London, von südafrikanischen liberalen Muslimen praktiziert wird. Und in Deutschland denkt man, sowas gibt es gar nicht. Und deshalb habe ich gesagt, okay, wir brauchen diese Moschee. Ich habe 8 Jahre an dieser Idee gearbeitet. Und natürlich muss ich Ihnen sagen, dass ich an Gott glaube. Es ist nicht eine Fake-Moschee, wie leider Gottes mir zu Ohren gekommen ist. Einige grünen Politikerinnen sogar hinter meinem Rücken behaupten. Da bin ich sehr gekränkt darüber. Ja. Es gibt Leute, ich sage hier keine Namen, dann werde ich sofort verklagt hier.
Das sind alles Gerüchte jetzt, ja, die ich hier verbreite, die nicht wahr sind. Es gibt eine Frau Bettina Jarasch, die, das ist jetzt was anderes, das weiß ich nicht, was sie da sonst sagt, die tatsächlich, weil ich bei der FPÖ einen Vortrag gehalten habe, Sie können das beim Tagesspiegel nachlesen, ja, der Ansicht ist, ich darf über Demokratie gar nicht mehr sprechen, weil ich vor der FPÖ-Akademie einen Vortrag über den politischen Islam gehalten habe. Und ich will Ihnen sagen, dass diese Frau nicht nur unterstellt, dass ich rechts bin, sondern verschweigt, dass ich auch bei der Islamwoche im Roten Rathaus bei der Millî Görüş gesessen habe und mit der Ahmadiyya zusammensitze und auch mit den Gülen-Leuten zusammengesessen habe, um über genau diese Sachen zu reden, über die Gleichberechtigung der Geschlechter, weil ich muss doch mit den Leuten reden, die was verändern sollen auch. Das verschweigt sie, obwohl sie all diese Leute der Islamwoche kennt. Und Millî Görüş und die Grauen Wölfe, muss man dazu sagen, diesen Leuten schreiben wir, diejenigen, die den Frauenladen damals geführt haben, in dem ich angeschossen wurde und dieses ganze politische Umfeld kannten, den Anschlag, das Attentat auf die Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, auf den TIO zu. Es war ein politischer Anschlag. Den wollte weder die Politik noch die Medien damals verfolgen. Man wollte das nicht. Und das ist wirklich sehr dramatisch und sehr tragisch. Trotzdem habe ich mit diesen Menschen an einem Tisch gesessen. Ich bin auf so vielen Podien gewesen, wo Leute von Millî Görüş da saßen. Aber von einer grünen Politikerin werde ich hinter meinem Rücken diffamiert. Und das geht dann so weit, dass unsere Moschee natürlich als Fake-Moschee, als zu provokativ, wir werden als Provokation bezeichnet, weil Männer und Frauen beten bei uns zusammen. LGBTIQ ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Menschen aller sexuellen Identitäten sind bei uns willkommen. Frauen mit oder ohne Kopftuch kommen bei uns in die Moschee und beten. Frauen und Männer haben gleichermaßen Autorität. Das heißt, sie können predigen, vorbeten und zum Gebet rufen. Wir haben eine Muezzinin, die zum Gebet ruft. Wir sind in allen Dingen, die wir machen, gleichberechtigt. Und es gibt tatsächlich 50-50 Männer und Frauen, die das praktizieren. Und das soll alles schlecht sein. Ich bekomme Morddrohungen, weil Männer und Frauen zusammen beten. Bevor ich, Frau Maischberger, Sie wollten gerade was sagen, nochmal das Wort gebe, fühlten sich denn in dem ZDF-Film gerecht behandelt, in der Dokumentation über Ihre Arbeit? Nee, nicht mehr. Ich bin ja raus. Also von daher. Naja, was heißt gerecht behandelt? Nun, also auch wenn man es mir vielleicht nicht abnimmt, weil ich so eine, wie sagt man, so eine Frontsau oder so Rampensau oder so bin, ja, man mir nachsagt, die ist ja so gerne in der Öffentlichkeit und lässt sich so gerne feiern. Wissen Sie, als Anwältin stehe ich an der Front, darum geht es mir. Und der Film war mir zu viel ich-lastig, ja, kann ich Ihnen sagen, das ist kein Tiefstapeln. Aber man hat Gott sei Dank gesehen, dass da so viele andere Menschen dahinter stecken. Das ist keine One-Woman-Show. Günnar Balcı kenne ich schon lange. Ich weiß auch ihre Motivation. Günnar ist eine der jungen Frauen, die von meinen Büchern und von der Arbeit inspiriert waren und sind. Das sagt sie mal wieder. Und deshalb wollte sie das eben so darstellen. Und insofern war das schon okay. Also keiner schaut einen Film über sich selbst gerne. Aber die Geschichte, doch, also ja, aber die Geschichte um die Moschee fand ich gut wiedergegeben und dass wir noch weitermachen müssen. Und da fehlt noch ganz viel. Ich kann Sie wirklich nur wirklich, wirklich eindringlich herzlich einladen, einmal freitags zu uns zu kommen. Jeden Freitag um 14 Uhr findet dort ganz traditionell das Gebet statt und die Predigt. Und danach gibt es immer eine Runde, eine Gesprächsrunde. Und wir beantworten alle Fragen von Menschen, die zu uns kommen. Und aus aller Welt kommen Menschen zu uns. Und nun hat diese kleine Moschee so viel Aufsehen erregt, dass drei Länder Fatwa-ähnliche Drohungen ausgesprochen haben, Ägypten, Türkei und der Iran. Und die Anträge, die wir bei Demokratie Leben gestellt haben, dass wir unsere Projekte, die wir tatsächlich seit einem Jahr auch führen, zum Beispiel Frauen in Medina, wir reden über Gleichberechtigung der Geschlechter in den Schulen und den Aufbau eines LGBT- und Islamzentrums, wird nicht finanziert, obwohl man uns also zu dem Programm Signale ja Demokratie hat. Leben kann ich vielleicht drei, vier Sätze sagen. Das ist ja ein Bundesprogramm und ist im jetzigen Haushaltsentwurf wurde es eingekürzt.
Wir sind gerade in den Haushaltsberatungen, also das ist auf der Bundesebene, also wird nicht von Berlin finanziert. Jetzt werden wir am 14. November, also in 2 Wochen, das abschließen im Haushaltsausschuss. Und nach dem Anschlag in Halle auf die Synagoge wurde von den zuständigen Ministern gesagt, sie wollen da unbedingt Nachbesserungen. Und das ist natürlich auch schlimm, dass so etwas passieren muss, wenn man das so überhaupt formulieren darf, um da Nachbesserungen zu erreichen. Allerdings, was bisher so vorgeschlagen wurde in der Diskussion, ist bei weitem nicht das, was mal in diesem Programm stand. Von unserer Familienministerin Franziska Giffey, die da durchaus andere Signale gegeben hat, unsere Familienministerin. Und noch mal trauriger ist, da gibt es einen Weltartikel dazu, den sollten Sie wirklich lesen. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder heulen soll darüber. Die EU hat einen Report finanziert mit knapp 130.000 Euro von der AKP, Erdogan geleitet, einem Herrn noch aus Österreich. In diesem Report kommen ganz viele Menschen vor, die als islamophob bezeichnet werden, unter anderem Saida Keller-Messaili, die mit mir Gesellschafterin ist, Ahmad Mansour und so weiter. Und ich als, so nennt das dieser Herr Hafiz, ich sei die zentrale Figur von Islamophobie. Und sowas wird von der EU finanziert und ich kann das nochmal zurück übersetzen nach Deutschland. Schauen Sie sich die Projekte an, die von Demokratie leben, unter anderem finanziert werden. Es ist nicht unbedingt ein sehr demokratischer Islam, der da finanziert wurde in den letzten Jahrzehnten und ganz sicher kein geschlechtergerechter. Und das ist unser Anliegen in der Moschee. Wir lesen den Koran historisch kritisch. Wir versuchen ihn selbst zu verstehen. Ich lerne gerade Arabisch. Es gibt viele, die bei uns Arabisch sprechen. Und uns geht es um den historischen Kontext, vor allem, dass Menschen verstehen, was sie glauben und was sie rezitieren. Und das sind Dinge, die wir jeden Freitag auch praktizieren. Und das wollen halt bestimmte Leute nicht. Frau Maischberger, Sie sagten ja, das ist unsere Stadt. Es ist ja keine fremde Kultur, es ist ja unsere Stadt. Setzen wir uns zu wenig auseinander? Naja, wer ist wir? Also offensichtlich gibt es in dieser Stadt doch viele Menschen, die sich auseinandersetzen. Andere tun es weniger. Also ein Wir-Gefühl für eine Stadt zu haben oder für die, die miteinander leben, wäre schon ganz gut. Aber ja, ich bemühe mich jedenfalls, also ich setze mich sowieso mit vielen auseinander. Und ich bemühe mich immer, Ihr Beruf, ja. Bemühe mich immer, andere dazu zu kriegen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die sie erst einmal nicht interessieren. Jetzt zum Beispiel, das wollte ich nur ergänzen, machen wir als eine der Dokumentationen, die wir gerade produzieren, war 2 Jahre Suche nach dem Geld über den internationalen islamischen Feminismus, fand ich wahnsinnig spannend. Sind wir jetzt mal so langsam dabei, den Film zu Ende zu kriegen. Es war nicht leicht, dafür Gelder zu bekommen. Und ich habe unheimlich viel gelernt über Feministinnen in unterschiedlichen muslimischen Ländern. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch, religiös, nicht religiös, wirklich also religionskritisch oder eben gläubig. Sehr spannend. Vielleicht können Sie für das Publikum das noch ein bisschen näher erläutern, die Suche nach dem Geld. Also im Abspann sieht man ja immer unterstützt von diesem, unterstützt von jenem. Ja, wen muss man denn wovon überzeugen? Also den Verleiher musste ich in 24 Stunden überzeugen, dass er mir den Film ins Kino bringt. Den Sender hatten wir auf unserer Seite, den RBB. Der hat das Thema, weil das ein Berliner Thema war, sehr unterstützt. Das reicht aber nicht, wenn man dann doch einen professionellen Film machen möchte. Also sucht man andere Sender noch dazu, innerhalb der ARD in diesem Fall. Dann sucht man Filmförderungen dazu. Hier in Berlin auch eine. Dann muss man da immer vorstellen, sagt, das ist das Thema, das wir machen wollen. Dann kommt jemand und sagt, nein, das ist aber kein gutes Thema, da wollen wir kein Geld geben. Also es dauert immer eine Weile, bis man Dinge finanziert hat. Manchmal muss man die Drehbücher umschreiben, damit eben dann das, was man an Geld bekommt, wiederum zu der Geschichte passt, die man erzählt. Und das alles wird nicht leichter. Dann kann man nur sagen, Glückwunsch, wenn man schafft, das Geld zu bekommen. Das ist sozusagen der tägliche Kampf, den wir da in jeder Hinsicht führen, ja. Wir haben ja Shanan, im Bundestag häufig ja auch Diskussionen, gerade dadurch, dass wir die AfD jetzt mit 92 Abgeordneten haben, die uns ja fürchterlich gegen den Strich gehen. Und es gibt zum Beispiel eine Abgeordnete von der AfD, deren Hauptthema es ist, darüber zu sprechen, dass durch Menschen aus anderen Ländern, Migranten, Flüchtlinge, sehr viele Krankheiten nach Deutschland eingeschleppt werden. Ja, das ist
das ist bei ihr, also ich will die Namen jetzt auch nicht nennen, man muss die Leute auch nicht berühmter machen, als sie sind, aber das ist so etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viele abstößt. Wie ist denn deine Position oder aus deiner Sicht eine Möglichkeit, auch dagegen so aufzutreten, dass man sich nicht nur im Bundestag gegen diese Leute wehrt, sondern auch ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler überzeugt, diese Partei nicht mehr zu wählen? Das ist ja immer ein aktuelles Thema. Ne? Ja, das ist nach einem Tag nach der Thüringenwahl nicht weniger geworden, wie wir uns damit auseinandersetzen müssen. Es ist so, letzte Woche hatten wir die ganze Zeit die Debatte um den Ausschussvorsitzenden des Rechtsausschusses, der bei Twitter seine ganze Verachtung für das System, für die Demokratie, für den Parlamentarismus so freien Lauf gelassen hat, dass sich sowohl der Deutsche Anwaltsverein als auch der Juristinnenbund veranlasst sah, ihn zum Rücktritt aufzufordern. Das heißt, diese eine Regel oder dieses eine Rezept im Umgang mit denen gibt es nicht. Was halt schon immer wieder verbindend ist in deren Auftreten, ist die Verachtung gegenüber dem System, was wir haben. Und was mir dabei auffällt, ist halt, dass die Frauen bei denen ganz klein sind oder kaum vorkommen. Also es ist tatsächlich heute auch wieder, wer sich die Pressekonferenz zu Thüringen angeschaut hat mit Meuthen, Gauland und Höcke und halt sich einfach deutlich gemacht hat, dass dort ein System installiert werden soll, eine Politik hochgehalten wird, wo die Frauen zwar auch so ein bisschen mitmischen dürfen, auf so eine ganz spezielle Art, aber dass es eigentlich etwas ist, was alle Errungenschaften, die gerade Sedan insbesondere aufgezählt hat, LGBT, Frauenrechte, Vielfalt in der Gesellschaft, die sind bedroht. Und ich meine, ich selbst habe ja ein Strafverfahren, weil die mich alle angezeigt haben, weil ich gegen diesen absurden Frauenmarsch aktiv war und sie dann halt wirklich mit 90% Männern für Frauenrechte marschiert sind, wo ich dachte, wie wollt ihr eigentlich Frauenrechte hochhalten, wenn ihr noch nicht mal in der Lage seid, Menschenrechte zu achten? Das wird, glaube ich, eine sehr große Herausforderung für uns alle, und umso wichtiger ist es, dass wir beim Thema Migration nicht aufhören, nicht zurückfallen hinter die Debatten, die wir schon erreicht hatten. Und deswegen will ich schon noch mal halt sagen, dass ich kenne jetzt wirklich die Debatte zwischen dir und Bettina Jarasch nicht. Ich informiere mich gerne direkt bei der Kollegin. Aber um noch mal deutlich zu machen, wie wichtig es halt nicht nur ist, dass Sedan das macht, was sie macht, will ich mal sagen, es gibt so junge Leute, die wollen Familien gründen. Die wollen eben Familien zusammenbringen. Ich habe selbst auch eine Familie beraten, in der halt gefragt wurde, was ist denn, wenn wir keinen Vertrag machen? Ist das Kind dann automatisch muslimisch, wenn der Vater muslimisch ist? All solche Fragen wirst du ja bekommen. Und das sind Menschen, die, wenn sie keine Antworten finden, sehr alleine sind. Und ich finde, auch das war in dem Film sehr schön dargestellt, wie alleine ein Mensch in seinem Bedrohtsein, in seinem aus seiner Gesellschaft, aus seiner Familie fallen sein kann. Und da braucht es dann vielleicht eine Stelle, wo man sich hinwenden kann. Und ich habe dich immer so verstanden, dass du auch so einen Ort schaffen willst in Berlin, wo Menschen hinkommen können, die Frage haben. Und wir haben jetzt heute einen Film gesehen über einen Menschen, der getötet wurde. Was immer wieder ein Thema auch in Deutschland ist, es ist natürlich, wenn Menschen scheitern an diesem Kampf und sich selbst das Leben nehmen. Das haben wir bei zwangsverheirateten Frauen immer wieder. Und das haben wir aber auch bei LGBT, die teilweise in so Konversionsverfahren gezwungen werden, abzuschwören, ihre eigenen Orientierung. Also ich denke, all diese Themen zu diskutieren und den Menschen die Kraft zu geben, wenn sie es brauchen, auch über Religion,
das ist die Herausforderung. Und da wird die AfD uns nicht helfen. Wir dürfen sie aber auch nicht so stark werden lassen, dass sie uns daran hindert. Das ist ein sehr gutes Vornehmen, an dem wir alle arbeiten. Frau Maischberger, Sie sagten vorhin, wir waren schon mal weiter bei den Frauenrechten, bei der Emanzipation, bei den Möglichkeiten für Frauen auch eine wichtige Rolle zu spielen, selbst zu entscheiden. Wenn man sagt, man war schon mal weiter, gab es ja irgendwie eine bestimmte Stelle in der Zeit, in der Historie, wo das umgeknickt ist? Oder würden Sie das so als schleichenden Prozess beschreiben? Und was sind die Ursachen aus Ihrer Sicht dafür? Also über die türkischen, kurdischen Familien, glaube ich, kann Seren Ateş oder eben Frau Bayram mehr erzählen. Ich habe neulich die Shell-Studie gelesen und habe das Gefühl, dass tatsächlich wir einen konservativen, freundlich ausgedrückt konservativen Zeitgeist haben, der bei jungen Leuten verfängt. Die AfD in Thüringen hat in allen Wählergruppen den stärksten Anteil, nur nicht bei den über 60-Jährigen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit dem Befund machen soll. Ich stelle aber fest, dass vielleicht hat das eben auch mit der unglaublichen Schnelligkeit, verwirrungspotenzialhaften modernen Welt zu tun, in der wir leben, dass man so sich sehnt nach alten Sicherheiten, Regelwerken und dazu dann auch irgendwie ein konservativeres Familienbild oft vielleicht wieder zählt. Insofern meine ich, dass das eben alles, was man, also dass Frauenrechte, also für Frauenrechte sich einzusetzen, plötzlich als Teufelszeug nach hinten gewandt, linksradikal gilt. In der Hinsicht hatte ich das Gefühl, waren wir schon mal weiter. Ich rede jetzt aber sozusagen von so meinem Umfeld. Wir sind an Neuköllner Schulen, also auch an Kreuzberger Neuköllner Schulen mit sehr vielen Kindern mit sogenannten Migrationshintergrund da. Da wird der Film übrigens auch jetzt gezeigt in einem Monat. Da kommt natürlich unheimlich viel Machohaftes von den Jungs rüber. Das ist eine verstärkte Entwicklung, soweit ich es in meinem kurzen Zeithorizont, also in den letzten 15 Jahren sehen kann, habe ich das Gefühl, da ist etwas ins Rutschen geraten eben auch. Und das wird dann beantwortet auch in der mehrheitlich deutschen, biodeutschen Gesellschaft mit anderen ähnlichen Wegen. Das ist etwas, was mich ein bisschen besorgt. Also wir haben ja häufig im Bundestag Besuchergruppen und neulich hatten wir eine Besuchergruppe, das waren alles junge Männer aus einem Oberstufenzentrum, die Elektriker werden wollten und sich in der Ausbildung befanden. Und da waren wir auch ganz deprimiert, kann ich fast sagen. Als ich fragte, nur Jungs, nur Männer, was ist denn hier los bei euch? Und dann sagte der Lehrer, ja, wir hatten eine Lehrerin, die hörte jetzt aber auf, die stammte aus der DDR, die war Ingenieurin. Und dann haben diese jungen Männer, 20, 21, 22, erklärt, dass Frauen gar nicht so schwer arbeiten können und wollen und dass ein Chef, wenn er eine Frau einstellt, doch damit rechnen muss, dass die schwanger wird und er die darum nicht einstellen kann. Gott sei Dank hatte ich zwei studentische Mitarbeiterinnen dabei, dass ich nicht aus der Perspektive, ich weiß das ja schon alles viel besser als ihr, sondern die gute Widerworte gegeben haben. Ich weiß noch nicht, wie sehr die angekommen sind, aber diese Beobachtung, die macht man leider immer wieder. Und die Frage ist natürlich immer, was kann man dagegen tun, was kann man wirklich an Veränderungen machen? So jetzt. Also was ich auch finde, was dazugehört, und zwar in jeglicher jungen Kultur, ist, dass das Frauenbild im Internet so grauenhaft ist. Also wenn man sich die Instagram-Accounts anschaut von die Influencerinnen, also wir kennen jetzt alle Rezo mit den blauen Haaren, bei den Jungs gibt es ein paar, die machen ein bisschen mehr als nur Quatsch und engagieren sich dann politisch. Bei den Frauen, bei den jungen Frauen und den Mädchen sehe ich fassungslos, wie einfach wieder einfach ein Diskurs über den richtigen Nagellack
die meisten Klicks bekommt und alles muss niedlich sein. Und ich kenne auch unheimlich viele junge Frauen, die diese Selbstoptimierungs-Selfie-Apps haben. Das heißt, man macht ein Foto von sich, wo man gar nicht sich selber drauf erkennt, weil man so optimiert ist. Ganz toll. Also geht auch für ältere Frauen, kann ich ja nur empfehlen. Sie haben plötzlich keine Falten mehr. Also ist ganz irre. Und das ist natürlich auch etwas, was die, ja, was bei den jungen Mädchen, wo ich mich immer frage, ich sag mal, geht's noch? Ja, also dafür haben wir doch jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnte lang das Recht erkämpft, dass ihr alles so machen könnt wie die Jungs und dann kommt ihr wieder mit Mode und Schminke und dem ganzen Mist. So. Da müssen wir uns auch in dieselbe, und wir gehen in diese Schulen übrigens auch und machen, also wir machen Musik- und Medienprojekte und machen eben Medienprojekte auch. Das heißt, wir gucken mal, was macht ihr mit den Handys, was macht ihr im Netz, wie konsumiert ihr und wie stellt ihr euch selber dar? Ich glaube, Medienerziehung oder nicht Erziehung, sondern einfach das Bewusstmachen, das gehört auf jeden Fall dazu. Und dafür würde ich gerne auch mehr Bereitschaft im Bildungssystem haben. Ja, also vielleicht noch einen kleinen... Da meldet sich immer ich jemand. Weiß nicht, gar nicht, ob das... ich will... kommt gleich, gleich vorgesehen. Bei den Besuchergruppen, wenn es Schülerinnen und Schüler sind, dann erzähle ich natürlich, was ich mache und sage, dass ich für den Haushalt zuständig bin. Und frage dann, sei jetzt möchte ich nur von den, die Mädchen sollen schweigen und die Jungs sollen mir mal eine Antwort geben. Was stellen sich darunter vor? Das ist natürlich, ist doch klar, ist schon eine Fangfrage. Mal sehen, ob ihr in die Falle tappt. Regelmäßig. Heute hat sich dann auch ein Junge dazu bekannt. Ich sage, na, und wer ist für den Haushalt zuständig? Die Frauen. Und dann hat er sich aber gemeldet nach einer Viertelstunde. Die sagt, also er glaubt, das war nicht gut, was er gesagt hat und er möchte sich jetzt in aller Form entschuldigen. Ich sage den Mädchen nämlich immer, also wenn ihr mal dann in ein paar Jahren euch überlegt, mit einem jungen Mann zusammenzuziehen, klärt die Frage vorher und nicht erst, wenn ihr zusammen wohnt. Frau Maischberger hat gesagt, ich wollte jetzt sowieso vorschlagen, wenn Sie noch Beiträge haben für die letzte Viertelstunde, Sie aus dem Publikum, dann können Sie sich gerne melden. Ich sehe dort einen Arm, ja. Das ist von, bitteschön, die Dame. Und jetzt kommt auch ein Mikrofon. Maria bringt ein Mikrofon. Mein Name ist Astrid Knabe. Ich bin seit 30 Jahren Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Jetzt sind es ja Integrationskurse und so weiter. Und deshalb hat mich dieses Thema auch sehr berührt. Ich habe den Film auch schon im Sommer gesehen. Und mich haben 20 Jahre berührt. Ich habe oft an diese Sache gedacht, die ich vor 20 Jahren in der Zeitung gelesen hatte. Und deshalb erstmal Frau Maischberger, vielen Dank, dass Sie diesen Film gemacht haben. Weil es ist nochmal anders, wenn man diese Situation jetzt sieht, auch jetzt beim zweiten Mal. Ich habe mittlerweile auch schon das DVD zu Hause. Mir das nochmal angucken und ich werde das sicherlich auch irgendwie aufbereitet in meinen Kursen sehen. Ich habe gerade zu meiner Kollegin die Idee geäußert, dass wir auch vielleicht mal mit dem Integrationskurs in ihre Moschee kommen. Ja, das müssen wir aber sicherlich erst vorbereiten. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie so sind, wie Sie sind. Und ich finde es unfassbar, dass wir 2019 eine Imamin Polizeischutz haben muss. Und wenn ich in meinen Kursen rede, rede ich auch über solche Sachen. Und das habe ich in meinen Kursen auch gesagt. Und ich habe gesagt, es müssen sich alle Leute schämen, alle Deutschen und alle, die hier kommen, dass so etwas im Jahre 2019 in Deutschland, die sich ja so demokratisch und so weiter, also mit unserer Demokratie ist noch nicht so, wie wir es eigentlich wollen. Und auch nicht mit den Frauenrechten. Ne? Und da können wir uns auch an unsere eigene Nase fassen. Aber seit 2005, seitdem die Integrationskurse sind, hat sich doch eine Menge geändert. Nicht nur vom Klientel, sondern auch von den ganzen Sachen. Und es gibt Integrationskurse und das Ministerium, nicht Quatsch, das Ministerium, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist gruselig. Ich sage es Ihnen so, können Sie weitergehen. Denn ansonsten kommt man ja an die nicht, weil... Die Lehrer wurden noch nicht einmal gefragt. Es werden immer Studien gemacht, die viel Geld kosten und Projekte und tralala, tralala. Das könnten Sie ganz einfach haben. Wir Lehrer stehen kostenlos zur Verfügung für Auskünfte. Können Sie bitte weitergeben? Vielleicht ist das mal so. Aber ich wollte jetzt noch was anderes sagen. Ich bin eigentlich auch enttäuscht von den Grünen und von den Linken, die Grünen, die ich immer gewählt habe. Ich überlege mir, ob ich sie noch weiter wählen werde, weil Umwelt finde ich super, aber die Migrationspolitik ist schlecht, finde ich einfach total schlecht. Zum Beispiel finde ich das Neutralitätsgesetz in Berlin
völlig in Ordnung. Und ich habe schon vor Jahren gelesen, dass die Grünen dagegen kämpfen, dass dieses Neutralitätsgesetz gibt. Und das finde ich furchtbar. Ja, das finde ich wirklich furchtbar, weil damit stärken sie nicht die Frauen. Im Gegenteil, da treten sie denen in den Rücken, würde ich sagen. Nicht auf die Füße, sondern in den Rücken. Weil wir haben auch Frauen, nicht voll verschleierte, ich glaube, die würde ich nie unterrichten wollen, aber mit Kopftuch und so weiter und so fort. Und die versuche ich einfach zu stärken. Und ich kann, Sie reden ja nicht im Einzelnen darüber, aber ich merke das, dass viele, die nicht tragen wollen, besonders die Jüngeren, dass die Familien ähnlich sind wie diese, die wir gerade gesehen haben. Und wenn wir die nicht stärken, wer soll die sonst stärken? Und dass sowas passiert ist, das kann sich der deutsche Staat auf die Fahnen schreiben. Ja? Und ich bin mit vielen Sachen nicht einverstanden und sehr, sehr sauer. Es wird immer viel, wir müssen reden. Ja, wie lange wollen wir denn noch reden? Okay. Wir müssen irgendwas machen. Ich kann gerne zu dem Neutralitätsgesetz ganz kurz was sagen, wie der Stand ist. Also das Neutralitätsgesetz ist ja ein Berliner Gesetz. Und wir beide sind ja im Bundestag, aber natürlich versuchen wir auch, unseren Einfluss so weit möglich in Berlin zur Geltung zu bringen. Genau, ja, ansonsten wären wir ja da auch ein bisschen fehl in der Politik, wenn wir das nicht machen würden. Dieses Gesetz sieht ja vor, dass Frauen in öffentlichen Ämtern, und am meisten wird ja über die Schule gesprochen, das steht ja auch im Mittelpunkt, nicht mit Kopftuch unterrichten dürfen. Und es gab jetzt mehrere Urteile von Arbeitsgerichten und so weiter, die gesagt haben, doch, sie können. Also, und von daher fühlen sich einige berufen, dieses Gesetz zu ändern. Ich glaube aber, soweit ich das überblicke, dass das so bald nicht geschehen wird. Dass ja, ich weiß, klar, aber es gibt in den Parteien dazu Diskussionen. Es gibt auch auf Parteitagen dazu Diskussionen. Aber ich schätze das so ein, dass es in dieser Legislaturperiode, ist ja eine Koalition aus Grünen, Linken und SPD, zu keiner Änderung kommen wird. Und ich finde das auch richtig, also ich persönlich trete auch dafür ein, dass dieses Gesetz nicht geändert wird. Und ich sehe das auch nicht, dass das in der nächsten Zeit passieren wird. Aber man muss natürlich wachsam sein, das sehe ich auch so. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, dass ich die Anwältin bin, die diese Verfahren betreibt. Das weiß ich. Das wissen Sie. Das weiß ich. Entschuldigung. Das Interessante ist, dass ich kürzlich bei den Linken in Steglitz war und der religionspolitische Sprecher oder rechtspolitische Sprecher dort hat mir erstmal erklärt, dass das Neutralitätsgesetz weg muss. Also es gibt, wie Sie wissen, auch in Ihrer Partei. Ja, das weiß ich, das habe ich ja auch gesagt. Genau, das gibt es ja die Diskussion. Genau. Ja, und das führt aber dazu, worauf ich hinaus will, ist, dass sowohl der Justizsenator Herr Behrendt da sehr viel Stimmung macht und auch Frau Jarasch hier in Berlin, führt eben dazu, dass die politische Atmosphäre, was das Kopftuch anbelangt, unglaublich aggressiv ist, auch unserer Moschee gegenüber. Es wird behauptet, dass Frauen mit Kopftuch nicht in unsere Moschee dürfen. Und das wird mitbenutzt als Argument gegen unseren Kampf für den Erhalt des Neutralitätsgesetzes zu argumentieren. Also ich würde mir wünschen, dass da etwas mehr sachlicher auch diskutiert wird, auch in der Partei, und bestimmte Dinge, die juristisch einfach nicht richtig sind, nicht verbreitet werden, wie zum Beispiel eben gesagt wird, das Bundesverfassungsgericht habe gesagt, das Berliner Neutralitätsgesetz sei verfassungswidrig, was gar nicht stimmt. Ja. Und so wird Stimmung gemacht und so wird um Wählerstimmen auch gekämpft. Und dann gibt es in den sozialen Medien und überall ziemlich komische Diskussionen, die leider Gottes auch von einer Sozialsenatorin hier in Berlin, von Frau Breitenbach, teilweise betrieben wird, die zu mir gesagt hat, das Kopftuchverbot ist ein Berufsverbot für Frauen und auf dieser Welle reitet. Und das ist dann eine Diskussion, die einfach nicht mehr gut ist. Das ist keine gute Diskussion. Tut mir leid. Schade. Ja, aber ehrlich gesagt, also ich meine, ich komme aus einer Familie, da hat nie jemand ein Kopftuch getragen und mal. Es galt auch als so ziemlich das Allerletzte. So, ne? Deswegen ist es aber doch so, dass ich es auch irgendwie interessant finde, dass in der Schule die Einzige, die ein Kopftuch trägt, die Putzfrau ist. Also was heißt das denn dann, dass die in Zukunft auch als Vorbilder, die jungen Mädchen, ja, das ist aber das, was den Dirk Behrendt umtreibt, das ist das, was meine Bürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg umtreibt. Da geht es natürlich darum, dass es Fragestellungen gibt, auch in anderen Ländern, dass eben Frauen
mit Kopftuch intelligent sind, selbstbewusst sind, Positionen besetzen können. Also ich denke, diese Debatte, die ist richtig. Wir müssen sie führen. Ich will die Antwort, also für mich ist es klar, ich halte nichts von dem Kopftuch, aber trotzdem glaube ich, müssen wir in der Demokratie diese Debatte führen. Und das, was Gesine Lötsch gesagt hat, gilt für die Koalition. Ich habe das ja mitverhandelt im Koalitionsvertrag. Dort ist geregelt, dass es alles so bleibt, dass die Gerichte es entscheiden. Aber ich finde tatsächlich, dass es legitim ist, auch von dem rechtspolitischen Sprecher der linken Fraktion, meinen Kollegen Schlüsselburg, diese juristische Frage aufzuwerfen. Und das Bundesverfassungsgericht war nicht eindeutig. Deswegen machst du ja das Verfahren. Wir haben zigmal die Situation, dass wir vom Landesarbeitsgericht zu Geld verurteilt wurden, dass wir den Lehrerinnen zahlen mussten. Entschädigung, ja, sozusagen. Nicht zigmal. Ja, aber wir haben sozusagen permanent das Risiko, dass diese Gerichtsentscheidungen kommen. Also wir können uns der Debatte nicht entziehen. Ja, gut. Ich finde aber, wir sollten sie eher politisch als juristisch führen. Na, sowieso politisch, aber und diese Plattheit, Entschuldigung, das ist ein unglaublich plattes Argument, was ich nicht mehr hören kann, dass nur die Putzfrau das Kopftuch tragen darf. Die Frauen, die das Kopftuch tragen, geben damit ein Statement ab. Die Kinder inzwischen und die Schülerinnen. Also wenn du schon von der Vorbildfunktion sprichst, es geht im Neutralitätsgesetz ja um die weltanschauliche und religiöse Neutralität aller. Und wenn du schon von der Vorbildfunktion sprichst und wenn du schon aus der Türkei kommst, weißt du ganz genau, dass es den Frauen unglaublich gut damit gegangen ist, dass es in den Schulen verboten war und in den Universitäten. Und der Einzug des Kopftuchs in die Universitäten und Schulen mit der Gesellschaft was getan hat. Und das passiert ja auch. Und ich kann Ihnen sagen, nicht umsonst kämpfen bestimmte Kreise gerade darum und diese intelligenten Frauen mit. Denn es ist doch nicht so, dass jede Kopftuch tragende Frau einfach nur eine demokratische, gute, tolle Frau ist und weil sie nur so, noch so intelligent ist. Ja? Sie ist Teil eines Prinzips, was hier dargestellt wurde. Ja? Hier, die Schwestern von Hatun Sürücü waren auch intelligent. Die sind auch zur Schule gegangen, haben auch Abitur gemacht. Es geht um die Geschlechterapartheit, die damit demonstriert wird. Nicht umsonst nochmal, wollen diese Frauen unbedingt in die Grundschule, weil da die Vorbildfunktion und die Beeinflussung das Größte ist. Und das wird kommuniziert in den Moscheen. Nicht aus meinen Köpfen heraus und aus meinem Mund, sondern von diesen Leuten selbst. Und deshalb ist die politische Debatte natürlich viel zu verkürzt. Und solche Sätze, naja, warum soll nur die Putzfrau tragen? Damit haben sie Applaus, damit erleben sie plötzlich einen Aha-Effekt. Ja, die Bürgermeisterin sagt das. Dann soll sie doch mal ein Praktikum machen in Afghanistan oder Pakistan. Dann soll sie doch mal in den Iran gehen und mit den Frauen dort im Iran sprechen, was sie zum Kopftuch sagen. Also kämpferisches Podium hier. Jetzt frage ich nochmal ins Publikum. Möchte noch jemand eine Frage stellen oder eine Bemerkung machen? Ja, dort hinten links. Ja. Das Mikrofon kommt. Oder Maria bringt das Mikrofon. Ja, guten Abend. Mein Name ist Mohamed Kamis. Ich arbeite in der Recherche fürs Fernsehen und kriege öfter mal so Anfragen. Ich würde gerne Frau Maischberger was sagen. Und zwar ist, ich bin Redakteur, ich bin Moslem, ich bin Araber. Und ich verfolge Ihre Sendung schon seit Jahren. Und ich sehe das manchmal, übrigens den Film finde ich großartig. Der hat mir sehr gefallen, das hätte ich nicht erwartet. Ich wollte einfach mal sagen, solange es keine Begegnungen gibt mit diesen Leuten, die so etwas machen, wie eine Zwangsehe gibt es im Islam nicht. Das kann die Imamin vielleicht erklären. Dass man das sich erklärt. Ich habe auch manchmal Jugendliche bei mir, die kommen, die sind Jungs, da wird auch so etwas angetan. Aber das wird immer weniger und nicht mehr. Und wenn man dann als Araber da sitzt und in irgendeiner Talkshow, da sitzen irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung haben, debattieren irgendwas, schreiben Bücher über unsere Leute, das stört. Warum wird nicht mal einer eingeladen von unseren Leuten? Das hätte ich hier gerne mal beantwortet, weil es gibt Intellektuelle unter uns, es gibt Akademiker, es gibt
Leute, die etwas erklären können, das fehlt mir heute auch leider hier. Womit ich nicht sagen will, dass die anderen sich nicht auskennen. Ja, mal ganz. Ich weiß, was Sie meinen. Ich weiß, was Sie meinen. Unsere Leute, ehrlich gesagt, ist ein sehr weiter Begriff. Also wir haben zum Beispiel Ahmad Mansour in unserer Sendung gehabt. Das ist ein israelischer Araber. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja, ich kenne ihn sehr gut. Das ist einer von denen ich glaube, das ist jemand, den Sie meinen. Das ist einer von vielen Beispielen. Wenn ich jetzt sagen würde, in Deutschland, unsere Leute, täte ich mich schon schwer. Weil natürlich habe ich als wir Deutschen, wir Christen, wir Frauen, selbst wir Frauen, haben so viel unterschiedliche Meinungen, dass ich mir schwer tue zu sagen, ich lade jetzt unsere Leute, also einen Araber, einen intellektuellen Araber ein und habe damit eine objektive Position. Stimmt einfach nicht. Ich kann zwei arabische Intellektuelle einladen oder drei und ich habe drei unterschiedliche Positionen. Insofern, ich verstehe, was Sie meinen. Ich empfinde es als einen Vorwurf, den ich ernst nehme, aber er ist zu pauschal, weil ich tatsächlich das Problem ist, dass ja können sehr gerne, aber das Problem ist, dass wir machen ja jede Woche eine Sendung und wir laden mal, also wir versuchen, das ist das, was wir versuchen. Das ist also die Talkshow ist ein wirklich extrem, man kann es sehr gut kritisieren, weil wir versuchen Meinungsbilder darzustellen und das heißt jede Woche immer wieder auch jemanden anderen dazu. Und dann kann es eben mal sein, dass wir einen Imam einladen, der eine radikale Sichtweise hat oder eine sehr patriarchalische, um es zu verstehen. Und es kann auch genauso gut sein, dass wir eben dann andere Sichtweisen oder eben dann auch Türkinnen, Araberinnen, die auf der liberalen Seite stehen. Aber man kann nicht sagen, unsere Leute, das glaube ich, ist zu pauschal. Ich kann aber erklären. Bitte. Ich habe im letzten Jahr einen Film produziert für das RBB. Wie ist denn Ihr Name? Ich habe Sie nicht Mein Name ist Mohammed Kamis. Okay, und der Film ging über? Er sollte über Mahalamir-Kurden gehen. Okay. Und da haben wir über ein Jahr durch ganz Deutschland durch. Und das war einfach, das habe ich auch schriftlich. Wer sind diese Leute? Warum sind sie so? Und das meinte ich mit unseren Leuten. Am Ende ist dieser Film, wurde die Clans genannt, kam in eine ganz andere Redaktion bei Kontraste und landet auf einem riesen AfD-Plakat. Mhm. Und das stört dann, wenn da irgendwelche Leute über uns debattieren, dann holen sie doch mal so einen Patriarchen, dann kann man den doch auch hier hinsetzen und der kann das dann doch erklären, warum seine Schwester heiraten muss. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir sind jetzt sozusagen zeitlich schon sehr weit fortgeschritten. Darum, und ich habe immer gerne einen optimistischen Ausblick, wenn ich eine Veranstaltung beende. Wie lange muss man noch sagen, nur eine Frau? Wann werden wir das überwunden haben? Wenn Sie mich fragen, ich habe mir abgewöhnt, mir Welten vorzustellen, in denen wir jedenfalls aufhören zu kämpfen. Das ist so meine Erfahrung. Das ist aber auch Sie hören auf zu kämpfen und schwimmen wieder zurück. Also wir werden nie in einer idealen Welt leben. Wenn wir kämpfen können für unsere Rechte, ist es schon mal ganz gut. Vielen Dank, Frau Artisch. Ich kann mich dem nur anschließen, denn vor 20 Jahren hätte ich gedacht, wir sind jetzt 2019 schon sehr viel weiter. Und wir dürfen einfach nicht aufhören, weiter zu kämpfen. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, was Frau Maischberger vorhin gesagt hat. Es gibt erstmal die Menschenrechte und irgendwelche kulturellen Eigenheiten, die subsumieren sich sehr, sehr weit unten. Und deshalb gilt es, das wieder als Herzensbildung bitte in die Herzen unserer Kinder zu bringen. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch, dass wir es hoffentlich schaffen, in Zukunft in den Schulen und überall die Herzen zu erreichen. Dafür steht unsere Moschee offen. Wir erreichen Herzen. Ich kann Sie nur einladen, freitags 14:30 Uhr zu kommen. Danke. Jetzt müssen Sie nur noch sagen, wo die ist sonst. Ja, Altmoabit in der St. Johanneskirche finden Sie uns, Altmoabit 25. Und wir befinden uns in einer Kirche im dritten Stock. Auf diesem Gelände befindet sich ein jüdisches Studentenwerk und eine interreligiöse Kita. Das heißt, wir machen da ganz viel Frieden. Also Altmoabit 25 war die Adresse jetzt, ja. Um das nochmal zusammenzufassen. Shannon. Also ich fürchte, dass in den letzten Jahren wir bei dem Thema eher Rückschritte gemacht haben, was auch daran liegt, dass die Communities sich eigentlich wieder mehr verschlossen haben und wir eigentlich gar nicht mehr über die Themen reden. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir die Spaltung in der Gesellschaft ein Stück weit überwinden, damit wir nicht über unsere und eure reden, sondern damit wir für uns alle eine Gesellschaft schaffen, in der Frauen mehr Rechte haben und der Rest der Gesellschaft natürlich auch.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich beim Publikum, dass Sie gekommen sind.